Ja, hallo und herzlich willkommen bei Schwarzwald TV, im regionalen Infokanal auf YouTube. Eine kurze Wasserstandsmeldung in Zentimeter. Also, ja, der Rhein, der hat ein bisschen einen Verlauf vom Pegelstand wie eine Börsekurve, zickzack, nach oben, kurz nach unten. Wir haben aktuell, haben wir hier 10.15 Uhr, am Mittwoch, der 13. Dezember. Und der Wasserstand ist wieder angestiegen, aber erreicht nicht der Höchststand von vor ein paar Stunden. Also die 9,50 Meter Marke, die wurde angekratzt, aber nicht so ganz erreicht. Aktuell 9,44 Meter. Der Fußgängerweg, der Rheinuferweg, der wird aktuell gerade ein bisschen überspült vom Wasser. Und hier ist übrigens, gab es eine Messerstecherei in der Nacht vom letzten Freitag auf Samstag. Auch hier in Bad Segginge ist man anscheinend nicht mehr sicher unterwegs. Und der Schwerverletzte konnte dann die Rettungskräfte noch alarmieren. Und wer mehr zu dem Fall wissen will, in der Videobeschreibung findet ihr die Pressemitteilung der Polizei hier. Dann haben wir hier noch das Trompeterschiff. Ihr seht hier auch den Steg wieder überspült. Die 9,73 Meter, die es 2021 am 13. Juli gehabt hat, die hat es nicht erreicht. Zum Glück, da war hier richtig viel Wasser noch. Ja. Gut, also das war's hier aus Bad Segginge am Hochrhein. Ich wünsche euch was. Die Ente sind auch glücklich hier. Der Weg, der wird auch ein bisschen überspült. Und ja, jetzt aktuell ist der zweite Höchststand wieder. Es geht jetzt bergab. Ja, dann ist bald wieder ein bisschen mehr Land in Sicht. Hoffen wir, dass es so bleibt, weil es sind ja doch am Rhein entlang viele Gartenhüter, die auch liegen, die da teilweise die Gartengrundstücke überspült werden. Wer ist noch betroffen von Hochwasser, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ich wünsche euch alles Gute, eine schöne restliche Adventszeit noch. Nächste Woche Sonntag ist ja schon Weihnachten und sie hat Ruf. Und die Woche drauf beginnt das neue Jahr, das ist Silvester. So schnell vergeht die Zeit. Alles Gute, bis dann. Grußvideos findet ihr alle auf meinem Kanal. Wisst ihr ja, bis dann und ciao.